Willkommen zurück bei Koschis Kosmos. Das letzte Mal haben wir uns ja angeschaut, dass alle Dinge mit Masse, also alle Dinge, die wir anfassen könnten, sich gegenseitig anziehen. Das nennen wir Gravitation. Die Gravitation ist die Ursache dafür, dass wir auf der Erde stehen können und weil sich Erde und Sonne gegenseitig anziehen, dass die Erde um die Sonne kreist. Ganz besonders faszinierend kann man Gravitation anhand des Mondes betrachten. Den Mond kennt ihr natürlich alle. Ihr wisst auch, der sieht immer unterschiedlich aus. Mal ist er eine ganz kleine Sichel und mal ist er auch eine riesengroße helle Scheibe. Dass der Mond immer unterschiedlich aussieht, liegt daran, dass er nicht von alleine leuchtet. Er ist also auf jeden Fall kein Stern. Er ist ein Mond. Wir sehen ihn, weil die Sonne ihn anleuchtet. Wir schauen uns das Ganze mal in der Draufsicht an. Weil Erde und Mond sich gegenseitig anziehen, kreist der Mond um die Erde. Dafür braucht er ungefähr einen Monat. Hier haben es die Menschen nicht so ganz genau genommen wie beim Tag und dem Jahr. Die Sonne scheint also den Mond an. Wenn der Mond genau neben der Erde ist, sehen wir genau eine Hälfte, die angeschienen wird, und eine andere Hälfte, die im Schatten ist. Es ist dann Halbmond. Ist der Mond ganz in der Nähe der Sonne, so schauen wir nur auf die dunkle Seite. Wir sehen den Mond gar nicht. Es ist Neumond. Zwischen Halbmond und Neumond ist der Mond eine kleine Sichel. Ist der Mond hinter der Erde, so sehen wir nur die angeschienene Seite. Es ist dann Vollmond. So wie das jetzt gerade aussah, müsste es ja eigentlich so sein, dass bei Neumond die Sicht auf die Sonne verstellt ist. Wir haben das aber gerade in der Animation nur von oben gesehen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze noch so ein bisschen von der Seite an. Dazu nehme ich mal hier diese Erde. Dann nehme ich hier so einen kleinen Mond und mache hier drüben wieder unsere Sonne an. Und wenn jetzt der Mond seine Kreise zieht, dann sehen wir, dass er seine Kreise auch so ziehen kann, so ein bisschen oben und unten versetzt, dass der nicht unbedingt die Sicht auf die Sonne versperrt. Wenn es dann bei Neumond passiert, dass der Mond tatsächlich genau zwischen Sonne und Erde ist, dann wirft er wirklich seinen Schatten auf die Erde. Wir nennen das dann eine Sonnenfinsternis. Es ist übrigens ein unglaublicher Zufall, dass von uns aus gesehen der Mond und die Sonne wirklich genau gleich groß aussehen. Auf der anderen Seite, wenn der Mond genau hinter der Erde ist, dann ist es meistens so, dass er ein bisschen höher als die Erde ist von der Sonne aus gesehen oder vielleicht auch ein Kreis so zieht, dass er ein bisschen tiefer ist. Dann ist einfach Vollmond. Es kann aber auch sein, dass der Mond so hinter der Erde vorbeizieht, dass der Schatten der Erde auf den Mond fällt. Dann passiert eine Mondfinsternis. Die Anziehungskraft, die Dinge aufeinander ausüben, bleibt nicht immer gleich groß, sondern sie wird immer kleiner, je weiter die Dinge voneinander entfernt sind. Wenn wir uns jetzt also anschauen, dass der Mond ja die Erde anzieht und die Erde aber diese riesige Gesteinskugel ist, dann fällt uns auf, dass die Vorderseite, die näher zum Mond hin zeigt, stärker vom Mond angezogen wird als die Seiten der Erde oder die Mitte der Erde oder die Rückseite der Erde, die am schwächsten vom Mond angezogen wird. Dadurch schafft es der Mond tatsächlich, die Erde ein wenig zu verformen. Mit dem Gestein, aus dem die Erde ist, passiert das am wenigsten, aber der Effekt ist am stärksten mit dem vielen Wasser, also den Ozeanen, das auf der Erde ist. Der Mond zieht mit seiner Gravitation das Wasser auf der Erde zu einer Art Ei. Man nennt das einen Ellipsoid. Ich nenne das jetzt mal einen Wasserberg. Nun ist es aber so, dass die Erde sich ja dreht und damit auch das ganze Wasser auf der Erde. So bildet also immer ein anderer Teil des Meeres diesen Wasserberg. Wenn man an der Küste ist, dann kann man beobachten, dass sich der Wasserstand ändert, weil dieser Wasserberg um die Erde wandert. Wenn sich das Wasser gerade zurückzieht, dann nennt man das Ebbe. Und wenn der Wasserstand gerade steigt, dann nennt man das Flut. Wenn ihr schon mal an der Nordsee wart, dann konntet ihr das bestimmt beobachten. Man nennt das Ganze Gezeiten.
Weil sich die Erde ja auch um sich selbst dreht, und zwar schneller als der Mond um die Erde kreist, zieht die Erde den Wasserberg ein bisschen mit. Der Wasserberg zeigt deswegen niemals direkt zum Mond. Nun wissen wir ja, dass sich alles gegenseitig anzieht. Der Mond zieht also auch den Wasserberg an. Und weil diese Anziehung genau entgegen der Richtung ist, in die sich die Erde dreht, bremst der Mond die Erde ein bisschen ab. Die Erde wird dadurch ein bisschen langsamer. Da wir ja sagen, eine Umdrehung der Erde ist ein Tag, werden die Tage also immer ein bisschen länger. Der Wasserberg zieht aber auch den Mond an. Und der vordere Teil des Wassers zieht den Mond ein bisschen stärker an als alles andere Wasser, weil er ja näher dran am Mond ist. Und weil er ein bisschen in die Richtung übersteht, in die sich der Mond auf seiner Kreisbahn bewegt, macht die Gravitation des Wasserbergs den Mond ein bisschen schneller. Dadurch vergrößert der Mond ein bisschen seine Kreisbahn. Forscherinnen und Forscher sagen dann, dass er in eine höhere Umlaufbahn gehoben wird. Ich hoffe, ich verwirre euch damit jetzt nicht, aber obwohl der Mond dann ein bisschen weiter weg ist und dort seine Kreise zieht, ist er auf dieser höheren Kreisbahn ein bisschen langsamer. Das klingt jetzt eigentlich unlogisch, aber um die Energie aufbringen zu können, diese Entfernung in die höhere Umlaufbahn zurückzulegen, muss der Mond ein bisschen Geschwindigkeit einbüßen. Ihr könnt euch das so vorstellen, als ob ihr eine Treppe hoch wollt, aber was ganz Schweres die Treppe hochtragen sollt. Da muss man ja dann auch richtig Anlauf nehmen und am Ende schafft man es irgendwie trotzdem nicht so schnell die Treppe hoch. Also, nochmal. Der Mond kreist um die Erde. Der Mond formt durch seine Anziehungskraft auf der Erde diesen Wasserberg, von dem ich euch erzählt habe. Durch die Gezeiten wird der Tag immer ein bisschen länger und der Mond entfernt sich immer ein bisschen weiter von der Erde. Da müsst ihr euch aber keine Sorgen machen. Solange wir alle leben, werden wir da kaum einen Unterschied merken. Irgendwann aber, in Milliarden von Jahren, würde dann die Erde sich genauso schnell einmal um sich selbst drehen, wie der Mond braucht, um die Erde zu umrunden. Der Tag ist dann also genauso lang wie ein Monat. Dann würde aber dieser Wasserberg immer genau zum Mond zeigen. Der Tag wird nicht mehr länger, der Mond entfernt sich nicht weiter und dieser ganze Prozess hört auf. Dann wäre es aber so, dass der Mond immer über derselben Stelle der Erde wäre. Man könnte also, wenn man auf der einen Seite der Erde ist, würde man den Mond immer an derselben Stelle am Himmel sehen. Und wenn man auf der anderen Seite der Erde wohnt, dann würde man den Mond leider niemals sehen. Weil der Mond so viel kleiner ist als die Erde, ist übrigens all das, was ich euch über die Erde erzählt habe, mit dem Mond schon lange passiert. Der Mond dreht sich in der Zeit, in der er einmal die Erde umkreist, dreht er sich auch genau einmal um sich selbst. Deswegen sehen wir vom Mond immer dieselbe Seite. So, das war's für dieses Mal mit Koschis Kosmos. Ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes erzählen und freue mich aufs nächste Mal.